Willkommen zurück zu Bastion. Im letzten Part haben wir es geschafft, Zia zu retten, aber sie wurde überhaupt nicht entführt, sondern sie wollte nur die Ursprünge für diese Katastrophe nachgehen, um zu sehen, ob Zulf auch die Wahrheit gesagt hat. Ja, dadurch haben wir uns jetzt den ganzen Weg lang durchgequält, zumal das auch wirklich sehr, sehr hart war. Also das war schon ein richtig harter Weg. Besonders mit diesen komischen Teilen, die diese kleinen Stachelviecher da produziert. Das war ja mal so richtig aufwendig. Okay, da haben wir noch die Matratze, aber das mache ich überhaupt nicht, weil ich will das Projekt einfach mal zu Ende bringen. Ansonsten vernachlässige ich es einfach viel zu sehr. Aber ich denke, wir machen jetzt mal weiter, denn wir haben ja auch eine richtig geile Kanone gefunden. Zulf geortet. Okay, ach ja, war ja klar. Egal, dann machen wir erst eben das Übungsgelände. Kann ja nicht schaden, das nochmal kurz durchzunehmen. The Ura probably didn't know they were being watched from Mansur Observatory. It was the perfect spot to test something no one's meant to know about. Achso, das war ihre Erfindung. Okay, und was soll ich dann machen? Only trouble was, something about the place drove the windbags crazy. Wow, geh weg! Was soll ich hier tun? Ach, geh weg! Geh weg! Au! Au! Au, das war Müll. Okay. Noch sehr viele von denen. Ah, nein! Whatever gets in her way is in the world. Au, Mann, ich ziel doch die ganze Zeit, na toll. Alter, jetzt geht doch mal weg! Au, ich habe schon selbst gerade keine Gesundheit mehr. Boah, geht doch weg! Das wird sehr mies, das wird sehr mies. Wow. Au, na toll, heilen. Man braucht kein Wissenschaftler zu sein, um zu sagen, dass das so mies sein wird. Ja. Das ist ja... Oh, nee. Bin einfach diese blöde Kanone und auf die zerstört. Und mit dem Ding kann man auch so scheiße schlecht zielen. Boah, geh weg! Geh weg! Ich sag doch, mit dem Scheißding kann man so... Oh Mann, ey! Man kann mit dem Ding so scheiße zielen, besonders bei so vielen Gegnern. Neustart. Boah! Oh je, oh je, oh je. So, neuer Versuch. Wenn ich es nicht schaffe, dann scheiß drauf, ich hab's wenigstens mal versucht. So, ich schieß einfach mal drauf los, vielleicht treffe ich ja irgendwelche. So, und weg. Ah, mein, komm schon. Ja, na, oh, wow, wow, komm, wo kommt ihr denn her? Geht weg. Ah, nein, nein, nein. Oh, verdammt, ich dachte, sie wäre noch. Ja, toll, daneben. Hallo? Jetzt hört doch mal auf, euch zu bewegen hier. Komm schon, na, na toll, gleich zwei. Hallo? Da war ich. Alter, ganz ehrlich, vergesse doch, auf diese Scheiße habe ich doch überhaupt keine Lust. Egal, ob ich da irgendwas Neues kriege oder so. Ich will den nur noch weg. Obwohl, warum, was mache ich da eigentlich? Ne, das ist mir viel zu doof. Das ist mir eigentlich viel zu doof. Mit der Waffe kann man so scheiße zielen. Und besonders, wenn die schon da sind, dann macht das Ding einfach viel zu großen Schaden. Ganz ehrlich, das tue ich mir nicht an. Ich mache das jetzt einfach konsequent. Wir gehen dahin. Zulf geortet. Erwartet in den Überresten des ausufernden unterirdischen Ura-Gebiets. Ich habe keine Lust auf diese Scheißprüfung hier. Wir gehen da jetzt einfach rein und basta. Ja, ich weiß, es gibt kein Zurück mehr. Ich bin bereit. Ich bin bereit, ich bin bereit, ich bin bereit. I can't hear him at all anymore. He's
too far away. But he'll be all right. Ja, er will in Ordnung sein. Boah, das ist ja keine. Au! Ach so, der ist schon tot. Kommt her hier, kommt her. Alter, die Kleine sind ja auch sehr richtig nervig. Die sind ja wirklich nervig. Was haben wir denn hier? Wo geht's denn weiter? Boom! Ja, ist ja schon eine ziemlich verrückte Welt da draußen. So, vielleicht ist das auch wirklich der letzte Level. Kann ja sein, ich meine, es hat er gesagt, wenn ich hier reingehe, gibt es kein Zurück mehr, hat man ja selbst gesagt. Das heißt, es müsste wahrscheinlich der letzte Level sein. Kenne ich schon aus Bioshock, wo man immer wieder respawnt ist dank dieser Vita Chambers, aber dann im letzten Level oder beim letzten Boss konnte man die nicht mehr benutzen, weil es da keine gibt. Ja, der wird uns alle zerstören. Oder das. Au! Und tschüss. Wo wolltest du gehen? Tschüss. Wo bist du? Ist sie tot? Zolf must be there all alone. Just waiting. Au. Komm noch her, du. Au. Ich muss mal ein bisschen alleine sein. Boah, geh doch mal weg hier. Und tschüss. Wow, 650, das ist wirklich eine Menge. Oh, du gehst auch mal weg. Scheiß Armbrust-Typ. Und. Ach, geh doch weg. Egal, ob ich dadurch Schaden nehme. Das Ding ist wirklich geil, diese Kanone. Obwohl die Prüfung für die eigentlich richtig für den Arsch ist, diese blöde Prüfung. So, da waren wir mal. Oh, tschüss. Das ist doch nicht euer Ernst. Das ist doch wirklich nicht euer Ernst. Das war ja mal. Oh Gott. Die wollen das so hinstellen mit die geben euch was, dann wollen die euch angreifen und ich erledige einfach so mal mit der Kanone, wenn die sie mal hinter der Reihe aufstellen. Genauso wie euch, nicht wahr? Oh ne, der blockt. Und jetzt? Oh Gott, sowas ist immer so lächerlich. Wenn ihr da hinten wart und ich erledige die einfach mal so aus der Ferne. Oh tschüss. Oh tschüss. Oh tschüss. Alter, das Ding ist so der geil. Ist ja so richtig geil, so der richtige Hammer. Der absolute Überhammer. Aber ich habe keinen Hammer hier, zumindest habe ich den nicht mitgenommen. Oh tschüss. So why not? Oh Gott, das Ding ist so geil. Oh verdammt. Das Ding ist so. Oh Gott, für die brauche ich nur eine Machete. Bam! Mein Geld! So, warte mal, hier war doch noch irgendwelche, oder? Au! Ah ne, der hatte mich gar nicht getroffen. Oh, schreie ich hier au! Boah! Meine Machete ist schneller und gewaltsamer. So, mal sehen, was sollen wir denn hier tun? Obwohl wahrscheinlich. Au, das war doof. Achso, die geben alle dieses Extra-Zeugs, das ich eigentlich nie einsetze. Wie witzig. Aber egal, das bringt alles normal Erfahrung. Und tschüss. But see it. There's another reason I've been telling you all this. Weil du es nicht ertragen konntest, dir das anzutun, oder was? Oh oh. Oh, tschüss. Alter. Die Waffe ist ja sowas von OP, sowas von overpowered. Aber egal, das ist einfach nur gut für mich. Zumal ich diesen letzten Ort so richtig gehasst habe. Und jetzt, wo ich die Waffe nochmal schön aufgewertet habe, dürfte es. Oh! Boah, verschwendet doch!
Und noch diese Scheißviecher heilen. Wow. Nein. Die sind aber weg. Wow. Okay, aber diese blöde Pflanze ist endlich weg. Komm her, du. Moment, du bist ja auch noch da. Geh weg. Obwohl, nee, so kann ich dich leichter erledigen. So ist schon viel besser, nicht wahr? Obwohl, du bist ja auch noch da. Geh weg. Spüre meinen Zorn. Ich bin Azura, der Zerstörer, falls jemand das Projekt noch von mir kennt. Au! Boah, ihr seid, das ist ja mies. Schwach, Alter, schwach. Das ist aber mies. Verschwinde. Wow. Aber jetzt. Boah, ist das mies gewesen. Wirklich mies, Alter. Wirklich mies. So, weg damit. Weg damit. Egal, ich habe noch Tränke und zwei Chancen. Soweit ich das jetzt noch weiß. Wieder nochmal ein paar XP. Wieder alles kaputt machen. Au! Ceylandia will be whole again. Au! Heilen! Achso, Lebensfein. Boah! Das ist auch. Das war aber episch. Oh Gott, das ist so jämmerlich. Ach ja. Verschwinde doch. Darf ich raten? Dauerschießer, ne? Nicht mit mir. Nicht mit mir. Oh, da geht's weiter. Da werde ich mich nochmal kurz umsehen. Kann ja sein, dass hier noch irgendwas versteckt ist. Ja, sowas ist versteckt. Also wirklich weiterbringen tut mich das jetzt nicht. Obwohl, der Trank hat mir auch nochmal XP gegeben. Okay. But we're not gonna die. It's more like all of this. Ja, Rache ist süß. Just stop. Ne? Rache ist süß. Bitches. Mann, ey. Aber egal, das haben wir auch mal hinter uns. Dann wollen wir doch mal. Wo seid ihr denn? Kommt raus, kommt raus. Der Kid ist da zum Spielen. Things will go. Ah, was ist jetzt los? Boah, nee, HP. Nee. Wow. Was ist da passiert? Ich weiß es nicht. Warte mal kurz. Ich muss mal kurz meine Aufnahme abchecken. Mal sehen. Jetzt. Okay, weiter geht's. Boah, was ist da los? Scheiß HP. Wenn er jetzt noch meine Aufnahme kaputt gemacht hat, dann schwöre ich bei Gott, dann ist HP sowas von tot. Tschüss. Mann, ey. Wenn ihr aufnehmen wollt, kauft euch keinen HP-Computer. Ich mein's gut mit euch. Tschüss! Ach nee, die lebt ja noch. Stirb! Ja, ja, die Story. Oh, was haben wir denn hier? Ein Hüpfscotch. Und, oh! Was? Oh! Alter, fick dich, HP! Nochmal abchecken. So, mal sehen. Wartet kurz. Mal sehen. Jetzt. Ich muss das nämlich mit meiner Audiospur etwas aufeinander bringen, weil das HP mich schon wieder gestört. Oh, Mann, ey. Wie gesagt, kaut euch keinen HP-Computer. Ihr werdet es bereuen. Zumindest, wenn ihr aufnehmen wollt. Das ist echt so nervig. Das habe ich so aus jedem Spiel rausgeholt, was ich gern gezockt habe. Zum Beispiel in der Borderlands 2-Aufnahme. Alle, die das Borderlands 2-Projekt gesehen haben. Wah! Was ist denn jetzt los? Stirb! Stirb! Okay, ich mach keine Rolle mehr, stattdessen so ein Sprung. Okay. Au! Was macht dich? Ach, du bist das. Stirb doch! So. Da wollte ich nochmal meinen Startpunkt. Nein, das wäre blöd. Mach mich doch lieber so! Tschüss! All our lives little setbacks. So. Jetzt aber schnell weg. Egal, ob hier noch was ist. Das ist es nicht wert. Au! Au! Geh doch weg. Danke. Oh Gott. Ich mag das nicht.
Achso, ich hätte jetzt gedacht, jetzt kommt schon wieder einer. Oh, da gerade sind welche runtergefallen. Ist nicht mein Problem. Oh, komm her, du! Oh, lieber ein bisschen springen. Scheiß auf die. Oh, tschüss. Wow, das hätte ich nicht machen sollen. Aber egal, so. Wow, schnell. Schnell. Ha, da kommt er nicht durch. Ich habe das Gefühl, hier geht nämlich gleich alles den Bach runter. Wow! Oh, tschüss. Ah, der lebt noch. Komm schon. Oh, tschüss. Moment mal. Geht's wieder zurück? Oder gehen wir nur woanders hin? Alter, was soll der Mist? Obwohl, nee. Komm doch her, du. Komm doch her. Los, komm doch her, du. Ah, schade. Ich dachte... Wow. War das jetzt Zulf oder was? Ich weiß nur, der hat mir gerade sehr viel XP gegeben. Und dabei dachte ich, das wäre einer dieser Normalos. Egal. Das nehmen wir mal alles mit. Die Tränke lassen wir mal hier. Ah ne, wir sollen da rüberspringen, oder? Look. There's something else. Und was? A confession. Wo geht's denn eigentlich lang? Ja, auf jeden Fall nicht. Au! I know so much about the Bastion. Oh, verschwinde doch! Und tschüss! Tschüss, du alter Penner! So. Ah, verdammt, das wollte ich nicht machen. Egal. Ich nehme das, was mir gehört. Und was mir gehört, das gehört nicht dir. Okay, das war jetzt doof. Okay, wo geht's denn eigentlich weiter? Well, I designed the place. So that's ah! Boah, verschwinde doch! Und du auch! Mann, ey! Ihr lernt auch echt nie. Da lang. Und hüps. Und hüpf. There's one problem with a place that sets things back to a bygone time. Ja, schön, ich will mal wissen. Wo geht's denn eigentlich lang, zumindest? Wo muss ich denn eigentlich hinhüpfen? So you're probably wondering if the calamity happened already. What's to stop it from happening again after the Bastion does its thing? Wo muss ich lang? Ich hüpfe nur da und rum. So muss ich Super Mario wohl fühlen. Sag ja und du bist tot. Okay. Besser zu sagen als ja oder nein. Ja wäre langweilig gewesen und nein wäre wieder dieser beschissenen Enden gewesen. Wo die Welt runtergeht. Some other way out of this mess. It's all right. I can tell. But why would you even want another way? Unless you wanted to stay here with us. Ja, erstmal sehen, wo es weitergeht. Hüpf und hüpf. Umschalten. Achso, damit mache ich das Tor auf. Ich bin jetzt. Ihr wollt mich doch verarschen! Ah! Obwohl... Ach nee, das war mein Fehler. Ich dachte, das wäre da drunter. Ah, diese... Daran ist die Grafik schuld. Das sah so aus, als wäre das irgendwie noch da drunter. Ah, zumindest für mich. Naja. Egal. Kommt jetzt eigentlich noch was oder soll ich hier nur irgendwelche Tore aufmachen? Well, that's sweet. Ah! Oh! Alter! Fick dich, HP! Hab ich schon wieder auf der Aufnahme geworfen. Tut mir leid, ich muss es nochmal machen.
So, mal sehen. Mal sehen. Jetzt und weiter geht's. Alter HP-Computer. Ich scheiß auf diese scheiß HP-Computer. Die sind ja... Auch da geht's schon weiter. So. Und wenn jetzt nochmal kommt. Einmal diese scheiß Zustandsanalyse. Dann reiße ich HP persönlich die Eier ab. Oh, 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 oh. Was bist du denn? Ein Rambock. The weight of the calamity. It's on our shoulders. We can't just let it go. Ich weiß nicht mal, worauf ich das werfen soll. Wow! Heilige Scheiße! Bastion does have another function. Strictly speaking. Ich weiß, dass man zu verteidigen L drückt. Aber Alter! Ein Rambock? Ist das nicht ein bisschen zu viel? Wo soll ich überhaupt lang? Hier lang? If ever the monument blew out and we couldn't repair it, we could still evacuate. First we'd round up as many folks as we could carry. Next, we detonate the cores and we take off away from here. Okay, ich hätte nicht gedacht, dass sie mir noch so was wie einen Rambock geben. Of course, that would mean no going back ever. But then again, that way all of us could leave the city together. You know, Zulf and his countrymen won't be giving up that shard without a fight, don't you? Wow! Ich hab einen Rambock! Was hast du? Nichts! Aber du hast mir... Ihr habt mir trotzdem geschwächt, aber nur weil ihr so viele wart. Bang! Oh, oh. Alter, ist das Ding geil! Du hast Bild, dass ich das Ding nicht werfen kann. Und tschüss! Kommt doch her! Alter, das Ding ist ja... All they want now is to see the Bastion fall. Ja, ja. Immer wieder diese Uras. Der ist schon ein lausiges Völkchen. Da kommt wahrscheinlich hier. Was ist doch? Dedicated his life to a lasting peace between the Ura and Ceylandia. Wow. Aber geht das nicht so? Ich glaube, das geht so. Komm doch her. Und tschüss. Oha, das Ding ist ja noch overpowered als die Kanone. Mal ernster. Wow, das Ding ist ja mal so richtig. Wow. Wow, das Ding ist... Okay, wir sind gleich da. Gleich bist du down, mein Freund. Wow, was sagen? Jetzt bist du doch down, oder? Ja, bist du. Zulf ain't lost every shred of decency, though, has he? Das glaube ich nicht. Ich habe einen Rambock. Was hast du? Nichts. Au. So. Tschüss. Komm doch her, ich habe einen Rambock. Wow. Weg. Komm doch her, komm doch her. Obwohl. Wow, geht doch weg. Ich habe einen Rambock. Ja, ja, versteck dich doch ruhig. Ah, das Blöde ist, ich habe keine Fernkampfwaffe. Das wäre noch so richtig geil gewesen. Und tschüss. Und tschüss. Komm doch her, ich habe einen Rambock. Your argument is invalid. For Zulf, this ain't a personal matter. Oh. Wie lustig. Ah ja, das konnte... Gib mir mal noch ein bisschen mehr Health. Wow! So, ich... Jetzt schreibt mir schon Alfredo alle an. Was wollt ihr alle von mir?
Boah, geh weg! Wie lange soll das noch gehen? Wow! Hey, falsche Richtung, Kid! Oder soll ich als dieser komischen Tränke einsetzen? Nee. Wow! Geh doch weg, ich hab einen Rambock! Aber jetzt? Wow! Ah ne, da lebt er noch. Scheiße. So, dann komm noch mal her. Wow. Komm her. Los, komm her. Du bist sowieso gleich tot. Du bist tot. Kann ich jetzt den Splitter endlich mit nach Hause nehmen? Das wäre nett. One thing's for sure. The Ura can't be happy that the kid followed Zulf all the way home. Was soll's? Ich hab einen Rambock. Ich kann mir alles erlauben, was ich will. Ich habe einen Rambock. Aber wahrscheinlich kommt jetzt Zulf noch. Oder? Ich denke, es wird noch ein großer... Alter! Was ist denn hier los? Das ist ja Zulf! Was machst du denn hier? Lass Zulf liegen und rücke weiter mit dem Rambock vor. Okay. Also wir dürfen ihn wieder mitnehmen oder wir dürfen ihn liegen lassen? Oh, verdammt, das ist jetzt doof. Beinahe die Besten zerstört und dennoch. Er heißt Zulf und nicht Ulf. Was ist das denn? Er heißt... Oh, ist auch egal. Ach, im Grunde genommen sollte ich ihn einfach liegen lassen. Einfach nur, weil ich ihn überhaupt nicht mag, aber... Wisst ihr was? Wir sind einfach mal heldenhaft und nehmen ihn mit. I can see it now. The kid in one corner, then Zulf in the other. Ain't much of a fight. Ja, wo geht's denn lang? Hier lang? Don't you worry though. Once the Bastion's restored, it'll all be alright. Ja, jetzt kommen wahrscheinlich noch die anderen, aber hoffentlich kommt es nicht zu viel davon. You ain't still thinking about that whole leaving the city thing, are you? Ist aber schon heftig. Sogar die Landsleute haben sich gegen ihn verschworen. Ah. Oh oh. Alter, das ist ja mies. Mies. Oh je. Heilen. Noch viel übrig. Ich sehe ja noch nicht mal, wie viele ich habe. Ich habe noch nicht mal irgendeine Waffe. Oh je. Noch mehr heilen. Wo geht's denn lang? Hier lang. Oh, lass mich doch in Ruhe, bitte. Ey, lass mich ja sogar in Ruhe. Okay, ich habe noch vier übrig. Am besten ganz weit da hinten gehen, vielleicht. Ha, wo ist die? Oh ne, doch. Der schießt auf mich. Der hat ihn echt erledigt. Das ist aber lol. Okay, aber ich mache gerade die Stimmung kaputt. Okay, da haben wir das Ende. Halte durch, Ulf oder Zulf. Ja, da ist Zulf, aber warum hat man ihn da Ulf genannt? He reminds me of myself when I was his age. I ever tell you about those days? Okay, so schlimm war das jetzt aber nicht. Ich habe gedacht, wir müssen uns irgendwie noch durch die ganze Gegend quälen. Die Besten, wir sind endlich wieder zurück. Ja. Ach so, ich soll aufstehen. Hey. Get up, kid. Vor Gott sei Dank, kratz mir nicht ab. Come on, that ain't funny. I say get up. Ja, komm, steh auf. Du schaffst das. That's more like it. Ja, ich bin nicht tot. Now, set that shard into the monument there. Then we'll talk. Setzen wir es ein. Nach der ganzen Reise, nach all den Plagen, die wir durchlitten haben, rein mit dir. The Bastion. It's finally finished.
Alles ist wiederhergestellt. Now, there's something I want you to see. Oh Gott, ich bin so froh. Welcome. Ich bin irgendwie so froh. To the heart of the Bastion. I ain't one for long goodbyes. So here's the deal. Zia and I figure you've done the heavy lifting, so you get to do the honors. We can tell you how to work this thing if you got any questions. Okay, dann fragen wir. Hey, kid. Frage nach der Wiederherstellung. You can undo the calamity here and now. Go on, kid. And before I forget, thank you. Ach, nichts dafür. Da wollen wir mal sehen, Evakuierung. Wenn du die Wahl hättest, würdest du zurückgehen oder woanders hin? Always wondered what the motherland was like. Not that it matters anymore. Okay. Und das Ura-Siegel? Erzähle, was Zulf zugestoßen ist. Er hat nie die ganze Wahrheit erfahren. Zulf only brought more ruin to the Ura. No wonder they didn't take kindly to him. Okay. Also der war so von Rache getrieben, dass er seine eigenen Leute da noch weiter in die Scheiße geritten hat. Der Sheriffstern. You've got one thing left to do, so you hang on to that badge. Besides, you earned it. Das will ich auch gemeint haben. Ich habe wirklich eine Menge durchgemacht. Oh, das Pickernest. Oh, sie haben meinen Vogel ja ermordet. Das ist ja nicht so toll. Komm schon, was hast du darüber zu sagen? You can save all those creatures here and now. Aber eins ist doch schon tot. Ich kann die alle retten. Eins haben die doch umgebracht, diese Schweine. Sie hat geredet. Sie hat geredet. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. So, let's see. You can either prevent the calamity or stick around with me and Rex. I'd hate to be in your shoes. Ja, danke schön. Evakuierung. I could be any place I wanted. I'd stay right here. We could go anywhere in the world. Nochmal versiegelte Nachricht. Zulf tried to talk me into joining him. I tried to talk him out of it. I guess we both failed. Yep, eindeutig. Zulf wurde ja von seinen eigenen Landsleuten, naja, offiziell verprügelt oder was weiß ich. Auf jeden Fall muss es sehr schmerzhaft gewesen sein. Okay. When I finally found my people, I told them we could help. They just took me for a traitor. Glad you showed up. Ah ja. Auch die haben die Leute der Ura, also die Ura haben ja auch nicht wirklich zugehört, aber zum Glück haben sie sie ja nicht verprügelt. Hafengitarre. Any moment I'd want to live again happened after the calamity, not before. Okay, und was haben wir jetzt? Das Monument. Ja, schon wieder auswählen. Warum quält er mich so? Das wird Zulf ja noch einfach. Aber das? Ich leite den Wiederherstellungsvorgang der Bestien ein. Nur noch Anweisungen verwenden. Evakuierung. Oh nein, das ist ja mies. Das ist ja wirklich mies. Ah, hier bleiben oder oder wiederherstellen. Evakuieren oder wiederherstellen. Oh Gott, A oder B, A oder B. Okay. Im Grunde genommen könnte ich auch die Welt wiederherstellen, aber nachdem die Welt so arschig zu mir war, kann ich auch im Grunde genommen evakuieren. Vorgang hier. Ich glaube, ich bleib hier. Ah, ich hoffe, ich habe es nicht so wirklich die falsche getroffen oder so, aber. Here I figured you'd had enough of me by now. You could have undone the calamity itself. But instead, you want to stay. In a world like this.
I gotta admit, kid, I ain't yet put much thought in that idea. But carrying on with you here. We can't go back no more. But I suppose we could go wherever we please. And if anyone's left out there, I sure would like to see the look on their faces when we dock this thing right on that doorstep. Getting ahead of myself, though, I'm gonna need a first mate. What do you say? Dann war es jetzt wohl endgültig. Okay, das war Let's Play Bastion. War ein Eindruck zum Spiel. Ist im Grunde genommen ein sehr schönes Spiel mit einem Artstil, der mir eigentlich sehr gefällt. Also, dass man das so eine aufgemalte Landschaft hat. Und nicht, dass man zum Beispiel wieder so Realismus hat oder so, oder dass die Welt sich bewegt. Es wurde im Grunde genommen alles sehr schön gestaltet. Mit einem eigenen Cell-Shading-Look. Also ich behaupte mal, dass das Cell-Shading ist. Und allgemein das Kampfsystem dazu, das hat mir auch sehr gut gefallen. Es ist sehr leicht zu erlernen und man hat im Grunde genommen keine großen Schwierigkeiten. Und zum Gameplay allgemein, wie gesagt, Kampfsystem ist eigentlich sehr schwer und... Ha, du gehörst in die Kombination. Oh, wie niedlich, der kleine Hüfti noch dabei. Ist ja putzig. Aber... Aber ich jetzt, wie gesagt, ist alles sehr einfach zu erlernen, die Kampftechnik und so. Und wenn man den Dreh auch raus hat, dann kommt man auch sehr gut voran. Und das mit den Götzen gibt auch so einen gewissen Schwierigkeitsgrad, also man kann es sich selbst schwerer machen. Das ist im Grunde genommen sowas, was ich eigentlich sehr cool finde. Dass man sich das selbst schwerer machen kann, ohne dass man vielleicht auch irgendwas selber einstellen muss. Aber ich fand das schon sehr hart, dass man noch am Ende entscheiden muss, soll man den Zulf mitnehmen oder liegen lassen. Oder soll man am Ende bei der Bastion bleiben oder die Welt wiederherstellen? Ich meine, das ist schon sehr schwer, weil man muss mal berücksichtigen. Man kann zwar wieder alles wieder ins Lot bringen, aber so wie sich die Uras aufgeführt haben, denke ich nicht, dass sie das uns so einfach verzeihen werden und dass sie uns wieder angreifen werden. Oder so, aber das ist wieder so eine persönliche Sache. Ich habe jetzt einfach mal gesagt, ich bleibe auf der Bastion, weil... Ich weiß nicht, ich mag die Bastion einfach viel zu sehr und außerdem finde ich, die Welt war schon... sowieso nicht so toll zu uns, besonders mit den Uras, und dann wird dieser Konflikt wahrscheinlich immer wieder bleiben. Aber das ist nur meine persönliche Meinung und ich kann mir das andere Ende ja nochmal auf YouTube oder so ansehen. Und das könnt ihr auch, weil es ist im Grunde genommen jetzt auch nicht so wichtig, dass ich jetzt euch beide Endings zeige oder so. Ich weiß noch nicht mal, ob das überhaupt geht. Und außerdem bleibt ja noch die Sache, ob wir noch Zulf liegen lassen oder mitnehmen. Oder was, ob das überhaupt noch gespeichert wird. Ich meine, ich habe ja schon mal ein paar Spiele gehabt, da gibt es ja solche Enden, da konnte man noch entscheiden, ob man das so macht oder so. Und dann konnte man das später nochmal entscheiden, um das andere Ende zu sehen. Bei Killer 7 hatte man zum Beispiel noch so ein Ende, so ein Epilog. Da gab es nur so ein ganz kurzes Level und da gab es da so eine Entscheidung, ob man den Typ tötet oder nicht. Und das hat sich auf das jeweilige Ende da ausgewirkt. Aber das war ganz am Ende und das ist auch ein Projekt, das ich machen werde und das zeige ich euch natürlich auch. Aber erst später irgendwann. Aber Bastion allgemein ist wirklich ein Game. Ich hatte zwar mit der Zeit ein bisschen vernachlässigt, so wegen Darksiders und wegen Borderlands 2. Aber es ist im Grunde genommen wirklich ein sehr schönes Indie-Game. Ein wirklich sehr schönes. Und ich weiß auch nicht, am Ende da, es hat mich irgendwie doch ein kleines bisschen gepackt. Ich habe es mir zwar nicht so wirklich anmerken lassen, aber das hatte ein bisschen was Emotionales. Und auch musiktechnisches, das ist nicht irgendwie sowas, was man so auf Trara macht, so orchestermäßig, so was die meisten Videospiele tun, zum Beispiel Zelda macht das ja auch momentan mit Skyward Sword, oder Skyrim will ja auch immer so epochal sein und so weiter. Und das ist irgendwie so eine Musik, ich weiß auch nicht, das ist halt manchmal was Bedrückendes, manchmal was Fröhliches, manchmal was Hetzerisches. Das ist nicht einfach so aufgerippt, um zu sagen, hoho, seh mich an, ich bin so groß. Aber... Das ist nur mein persönlicher Eindruck. Das ist wieder so eine Musik, der würde ich einfach mal gerne so zum Entspannen mal so reinhören. Wie zum Beispiel jetzt die Endcredits. Das ist wirklich so ein, wo man einfach mal die Seele baumeln lassen will. Jetzt nicht so wirklich die Seele baumeln lassen. Ich meine, da gibt es ja solche Lieder, die sind bestimmt entspannter, aber
Ihr wisst ja, was ich meine. Das ist etwas, wo man sich einfach mal so zurücklehnen kann, einfach hinhören und das war's dann einfach. Aber das ist auch nur meine persönliche Meinung dazu. Ich persönlich kann die Titel einfach nur herzlichst empfehlen, um mal sozusagen bei den Steam Winter Sales oder so, da wird das Spiel wahrscheinlich auch wieder im Angebot kommen. Ich meine, die sind da auch bald wieder, haben wir zum Beispiel Blaze und der Alfredo auch mal gesagt. Die haben ja auch darüber gedrängt, dass sie endlich die Indie-Ecke machen soll, die ich mal geplant habe. Zumindest der Alfredo drängt ja jetzt da zumindest. Der hat mich schon mehrmals darüber angeschrieben. Aber das werde ich natürlich auch noch irgendwann machen, aber auf die Creed Gamers. Also kann ich euch mal raten, den Kanal zu abonnieren. Da könnt ihr noch ein paar mehr Sachen von mir sehen. Aber auch von den anderen guten Sachen von Blaze, Alfredo, den Darest Jack. Kann ich euch wirklich nur empfehlen, um ein bisschen mehr Eigenwerbung zu machen. Aber ihr wisst ja, Eigenwerbung stinkt. Aber ihr müsst ja selbst wissen. Vorbeischauen kostet ja nichts. Und ich kann es euch ja selbst so herzlichst empfehlen. Ich habe die ja schon abonniert, bevor ich bei denen beigetreten bin. Und da haben wir nochmal das Symbol. Das Symbol, das Kit andauernd mit sich gefüllt hat. Ich glaube, das war das Stadtsymbol. Wenn ich das jetzt richtig weiß. Danke fürs Spielen. Oh, ich habe New Game Plus Modus freigeschaltet. Okay, beginne deine Reise mit all deinen Waffen und EP. Neue Schreingötzen und Spirituosen in der Destille. Alle Bestienbauten können in beliebiger Reihenfolge errichtet werden. Für die härtere Herausforderung den Schrein nutzen. Okay. Okay, aber das war, wie gesagt, Let's Play Bastion. Und damit endet das, dieses Projekt auch. Ein Projekt, das mir sehr viel Spaß gemacht hat, trotz Vernachlässigung. Ich hoffe, heute euch hat es auch gefallen. Und wir sehen uns im nächsten Part eines anderen Projekts oder in einem neuen Projekt. Also, wir sehen uns bis dahin. Und ciao, Leute!